Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben, zum heutigen Runenorakel zum Sonntag. Ich arbeite hier mit den Runenorakel von Natara Reimann vom Schirner Verlag. Ja, die Karten sind bereits gemischt und gesäubert und wir fangen jetzt mal an. Welche Tagesenergie? Okay, das ging ja fix heute. Also heute begleitet uns die Rune Hagelas. Die Rune Hagelas, die sagt uns, dass heute schlagartige Veränderungen in unser Leben eintreten können. Wir können auch Begrenzungen damit durchbrechen. Es kann also mit der Rune Hagelas etwas Bestehendes genommen werden, aber nur das, was uns nicht mehr dienlich ist, was überflüssig geworden ist und was uns von unserem Weg hier selbst abbringen soll. Sie kann wie so ein Hagelschlag das Feld freischlagen, um daraus etwas Neues erschaffen zu können. Also vertraue heute und hab keine Angst, wenn die Rune Hagelas hier heute mit einem Donnerschlag in einer Veränderung kommen sollte, sondern vertraue darauf, dass etwas Neues entstehen kann und dass immer alles auch seinen Sinn hat. Die Hagelas bringt also immer etwas zu Ende und hilft dir auch immer, etwas Neues hier wieder anzufangen. Ja, wir schauen jetzt nochmal hier mit einer Sonderkarte darauf. Was müssen wir heute noch wissen? Was sollten wir heute noch wissen? Okay. Es geht also heute auch darum, dass du mit der Luft klare Gedanken in dein Leben bringen kannst, auch hier klare Aspekte. Kommt also heute die Karte Luft hier in dein Leben, dann ist die Antwort auf deine Frage, dass du diese in deinen Gedanken und in deinen Ideen heute wiederfinden wirst. Ja, damit wünsche ich euch heute noch einen schönen Sonntag. Achtet bitte darauf, dass ihr hier mit der Rune Hagelas, egal was für Veränderungen heute eintreten, hier bei klaren Gedanken bleibt.